Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über das Canon 24-240 Reisezoom-Objektiv RF für den RF-Mount. Warum es so gut ist, warum ich es sehr praktisch finde und wo neben den Stärken auch die Schwächen liegen, das siehst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Disclaimer vorab, Canon Deutschland hat mir dieses Objektiv zur Verfügung gestellt, ich darf aber meine Meinung frei äußern. Das heißt, alles was ich gut und schlecht finde, wirst du auf jeden Fall hier hören. Ich habe jetzt gleich mal an die Canon das Objektiv rangemacht, damit du sehen kannst, wie groß es ist. Und es ist ultra leicht, es ist sehr kompakt und für alle, die unterwegs sind, ist es eigentlich genau das Richtige. Da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Dieses Objektiv ist für den Alltag auf jeden Fall gut gewappnet. Das heißt, wenn du draußen unterwegs bist, bei Reisen oder im Freizeitpark oder im Tierpark mit deinen Kindern, mit deinem Hund, dann ist dieses Objektiv eigentlich ein richtig gutes immer drauf, weil du es quasi nicht abnehmen musst. Du hast jede Brennweite drin. Ab 24 bis 240, du musst nicht wechseln. Es ist leicht und es ist auch nicht zu schwer an der Kamera. Also ich kann das den ganzen Tag hier dran halten, so in der Hand, ohne Probleme. Die Canon hat sowieso einen sehr guten Griff. Das heißt, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich kann das den ganzen Tag so tragen und mir tut am Abend nicht der Arm weh. Das Objektiv wurde größtenteils aus Kunststoff gefertigt, hat einen sehr wertigen Anschluss, der ist aus Metall für das Bajonett, also sollte langlebig sein. Du hast im Standard-Lieferumfang keine Gegenlichtblende dabei. Und du solltest dir zum Schutz auf jeden Fall einen UV-Filter vorn drauf machen. 72 mm Durchmesser hat er. Das heißt, den machst du vorn drauf, kaufst du einmal und hast ein Leben lang Schutz für deine Linse vorn drauf. Das Objektiv bietet drei Schalter. Du hast einen Schalter, um es zu locken. Das heißt, wenn er eingeschaltet hier unten nach oben ist, dann kann das Objektiv nicht rausgefahren werden. Auch wenn es über deinen Hals nach unten hängt, rutscht das Objektiv, also der Tubus, nicht raus. Du hast einen zweiten Schalter für die Fokuskontrolle, Autofokus, manueller Fokus. Und du hast einen dritten Schalter für den Bildstabilisator. Der Bildstabilisator macht sich in den weiteren Brennweiten hier unten nicht unbedingt bemerkbar, aber gerade bei 200 mm, 240 mm, da zeigt er deutlich, was er kann. Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Canon-typisch gibt es bei den neuen RF-Linsen hier auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, diese Skala frei zu belegen. Das heißt, da kannst du dir die Blende, die ISO oder sonst was drauflegen, was du möchtest. Kannst du frei belegen. Hier vorne, wenn der Tubus ausgefahren wird, kannst du bestimmen, welche Brennweite du möchtest. Ab 24 geht es los und bei 240 mm sieht es dann so ausgefahren aus. Der Brennweitenbereich ist wie gesagt von 24 bis 240 mm und wenn du jetzt gerade daher gehst und dir eine neue Kamera gekauft hast, meinetwegen die EOS R oder die EOS RP und überlegst, welches Objektiv du dir als erstes dafür kaufen kannst, wenn du nur Body Only gekauft hast, dann kann ich dieses Objektiv an alle diejenigen empfehlen, die der Meinung sind, sie wollen möglichst selten oder gar nicht Objektive wechseln. Denn du hast hier ab 24 mm, was schon recht weitwinklig ist auf Vollformat, bis hin zu 240 mm, was schon ein sehr gutes Tele ist, alles dabei. Wenn ich an meine Kameratasche denke, dann überlege ich gerade, welche Brennweiten ich dann quasi dabei hätte, wenn ich nur dieses drauf hätte. Und das wäre das 24er, das 35er, das 70-200, das 100er. Und das ist schon eine ganze Menge. Wenn du überlegst, dass das eigentlich mehrere Objektive wären, dann eine deutlich größere Fototasche bedeuten würde und mehr Gewicht, dann hast du hier auf jeden Fall einiges schon drin. Natürlich musst du wissen, dass das Ganze auch Abstriche bedeutet. Du hast also keine Blendenleistungen wie Blende 1.8 oder Blende 1.4. Du hast auch keine Bokeh-Leistung, so wie eine Festbrennweite oder ein 70-200 Blende 2.8. Natürlich geht das irgendwo nicht und selbstverständlich ist das alles irgendwo mit Kompromissen behaftet, aber ich betone das nochmal, für alle, die gern das Objektiv drauflassen möchten, am Spot, egal wo sie sind, für die kann so ein Objektiv echt eine ganze Menge bieten, weil du selbst bei Street-Fotografie oder bei People-Fotografie, bei Portraits, bei Wildlife, bei deinen spielenden Kindern und, du eine ganze Menge machen kannst. Auch die Landscaper werden auf ihre Kosten kommen, weil auch die 24 mm in der Regel oft einsetzen, bis hin zu einem Tele von 100, 150 mm wäre dann auch alles dabei. Das heißt, du brauchst keine 2, 3, 4 Objektive kaufen, sondern hast sie alle schon dabei. Hochgerechnet bekommst du für ungefähr 900 Euro hier eine ganze Menge an Brennweite geboten. Wenn du dir sonst ein 24er, ein 35er, ein 50er und vielleicht noch ein 70 bis 300 kaufen müsstest, um ungefähr in etwa hier hinzukommen. Und du solltest wissen, dass dieses Objektiv nicht besser als Blende 4 abblenden kann. Das heißt, bei 24 mm beginnst du ab Blende 4 und das geht dann bis zu Blende 6.3 auf 240 mm. Wenn du reinzoomst, wird es also automatisch angepasst von der Kamera. Du musst nichts verstellen. Und Blende 6.3 bei 240 mm, das ist in Ordnung. Damit kannst du zwar nicht mehr mega krass freistellen, aber wenn du näher an das Objekt herankommst, was du fotografieren möchtest, wird automatisch der Hintergrund immer unschärfer
und du hast trotzdem noch die Möglichkeit freizustellen. Also für Porträts meinetwegen auf 100 oder 150 mm hier kannst du auch noch schön freistellen und auch in Vollformat geht das wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, du hast hier keinen extremen Nachteil, aber du hast natürlich auch nicht das Bokeh, was jetzt vielleicht ein 70-200 oder ein 85 mm Objektiv hätte. Doch bevor ich hier weiter rumschwafel, lasst uns gemeinsam durch das Objektiv durchschauen und dann könnt ihr selbst bewerten, ob euch der Look gefällt oder nicht. So, ich habe es jetzt mal eingeschalten und wir sind jetzt bei 24 mm und ich schwenke jetzt mal hier rüber in den Weg und zoome mal sukzessive rein in die 35 mm, in die 50 mm, 70 mm, 100, der Bildstabilisator ist immer noch an. 150 mm und 240 mm. Ich kann ja auch den Fokus noch setzen, genau. So, der Bildstabilisator ist noch eingeschaltet. Wenn ich ihn gleich ausschalte, siehst du den deutlichen Unterschied, weil der Autofokus, wenn ich ihn jetzt ausschalte, siehst du gleich den Unterschied, denn der ist wirklich enorm. Also der Bildstabilisator leistet hier wirklich ganze Arbeit. So, jetzt ist der Bildstabil ausgeschaltet und du siehst schon, ich zittere, ich wackel und habe rechte Probleme bei 240 mm hier noch einigermaßen das Bild gerade zu halten, ohne dass es zu sehr wackelt und zittert. So, jetzt ist es wieder eingeschaltet. Also du siehst, das macht schon enorm was aus. Ich gehe mal zurück auf 100 mm. Selbst da macht das schon ein bisschen was aus. Achtung, ich schalte ihn nochmal aus. Also auch hier bei 100 mm und trotz dessen, dass ich schon zwei Kaffee getrunken habe, haben wir schon ein gutes Zittern drin, ohne Bildstabi. Mit Bildstabi ist es deutlich smoother, deutlich entspannter und ich zeige dir auch nochmal, dass du schon ein bisschen freistellen kannst, auch bei 240 mm. Also wenn du hier sehr nah an das Objekt herangehst, was du fotografieren oder filmen möchtest, hast du auch hier ein Bokeh, was sich durchaus zeigen lassen lässt. Und wenn du hier nah rangehst, hast du durchaus ein Bokeh, was sich auf jeden Fall zeigen lässt. Und ja, wenn es denn trifft, ne? Jetzt. Ja, also ich finde das gar nicht schlecht. Und wir können dann nochmal hier schauen, ob wir noch ein besseres Bokeh hinbekommen. Ich gehe nochmal einen Ticken raus hier. So, wir zoomen nochmal rein. Ja, also auch hier, ja. Das finde ich durchaus brauchbar, gerade für Porträts oder für Dinge, die du freistellen möchtest, reicht das in der Regel aus. Du hast auf jeden Fall hier die Möglichkeit freizustellen. Also da muss niemand denken, nur weil er ein Reisezoom-Objektiv hat, kann er nicht freistellen. Wenn du eine Vignette hast, klar, die hast du natürlich bei einem 24er oder ja, bei 35, 50 mm auch schon noch. Die ist noch da, natürlich, aber das lässt sich auf jeden Fall mit einem Mausklick entfernen. Du solltest wissen, dass du mit diesem Objektiv, wie gesagt, bis 240 mm arbeiten kannst, aber dann auch den Bildstabilisator brauchst, spätestens wenn du filmst. Beim Fotografieren kommt es immer darauf an, was du machst. Wenn du Hardcore-Wildlife-Fotograf bist, wirst du wahrscheinlich nicht dieses Objektiv verwenden, weil du dann vielleicht ganz andere Anforderungen hast. Aber im Allround auch mal einen Vogel mit fotografieren oder ein paar Rehe im Morgengrauen oder in der Dämmerung. Also das wirst du auf jeden Fall machen können damit. Das heißt nicht, dass dieses Objektiv das nicht kann. Ja, kommen wir mal zum Fazit, die Zielgruppe. Ich habe eingangs gesagt, wir bekommen hier ungefähr für 900 Euro den Brennweitenbereich von 24 bis 240 mm. Und das heißt, du kannst damit von Street-Fotografie bis hin zu People, Fashion, aber auch Landscape und Wildlife einiges machen. Ja, das Ganze hat Grenzen, aber solange der Autofokus an der EOS R zum Beispiel für dich reicht, dann ist dieses Objektiv auch echt gut genug für den Einsatz, also wirklich mindestens gut genug, weil das Objektiv durch den STM-Motor auch wirklich einen sehr leisen, also lautlosen und schnellen Fokus drin hat. Zur Verfolgung reicht das aus, zum Fotografieren reicht das aus. Also das reicht auf jeden Fall für das meiste aus und es kommt natürlich darauf an, was du machen möchtest, ob es dafür passt. Die Zielgruppe ist meiner Meinung nach ganz klar der Fotoanfänger oder der Fotofaule, der gern die Objektive drauf lässt und einfach nicht zwei Bodies kaufen möchte oder dabei hat oder einfach nur Gewicht sparen möchte, weil dieses Objektiv in dieser Kombination mit der Kamera wirklich sehr leicht, kompakt und klein ist. Und wenn ich nur dieses Objektiv dabei habe, dann reicht mir sogar eine ganz kleine Fototasche aus mit einem Ersatzakku, Speicherkarten noch mit einem Case und das reicht schon, um den ganzen Tag wirklich alles durchfotografieren zu können und ja, um wirklich nicht so viel mitschleppen zu müssen. Wenn du es hast oder dir kaufen möchtest, schreib mir bitte mal unter dieses Video, warum du es dir kaufen möchtest, was du damit machen möchtest. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Ist dieses Objektiv für Hochzeiten geeignet? Eher nicht.
Ist dieses Objektiv für Bundesliga, Fußball, Football oder Indoor, Handball, Basketball geeignet? Auch nicht, nein. Also da muss ich sagen, da würde ich dir eher empfehlen, ein Objektiv zu kaufen, was eine deutlich bessere Offenblende hat, also sowas wie Blende 1.8 oder Blende 1.4, weil du einfach noch ein bisschen besser freistellen kannst, beziehungsweise in Lowlight-Situationen die Blende öffnen kannst. Und es ist ja nun wirklich ein großer Unterschied, ob ich Blende 6 oder Blende 2 oder Blende 1.8 habe, gerade bei Indoor-Sachen. Und dann sparst du die ISO und hast eine deutlich bessere Bildqualität. Das ist so die Bemerkung von mir am Rande. Aber ich weiß, dass die meisten von euch hier, die hier zuschauen werden, sich dieses Objektiv als erstes Objektiv vielleicht kaufen wollen. Und da wirst du bei 900 Euro Neupreis und im Straßenpreis natürlich noch ein bisschen weiter darunter, um die 700 Euro vielleicht, ein Objektiv bekommen, was dir eine ganze Menge bietet und was dir eigentlich fürs Erste reicht. Ja, weil du damit, wie gesagt, allround ganz viel machen kannst. Und ja, an alle anderen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was genützt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Kaufentscheidung schmackhaft oder entscheidender machen können, sodass ihr jetzt wisst, ob ihr es wollt oder nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss.